Offenbach bereitet sich auf den Jugendkirchentag der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau vor. Ab dem 26. Mai nehmen über 4000 Jugendliche die Stadt am Main 4 Tage lang in Beschlag. Aber wir sind bereit, natürlich. Wir sind ja eine junge Stadt und sind stolz drauf. Und 4000 werden hoffentlich auffallen. Die Schulen sind bereit für die Übernachtungen, die Plätze sind gestaltet. Alles gut und ich freue mich drauf. Knapp 320.000 Euro kostet der Jugendkirchentag. Für die Kirchenleitung eine Investition in die Zukunft. Der Jugendkirchentag ist nämlich nicht nur Spaß und Party. Er bietet den Teilnehmern auch Workshops, Gottesdienste und Erlebnisparcours. In 5 Themenparks setzen sich die Jugendlichen auch mit dem Thema Offenheit auseinander. Da gibt es dann ganz vielfältige Themen, die eine große Rolle spielen. Welche Bedeutung hat die Bibel? Lohnt es sich noch, auf biblische Geschichten zu hören? Wenn ja, wie? Was ist mit den großen gesellschaftlichen Fragen? Wie gehen wir mit Flüchtlingen um? Wie schaffen wir es, in einer vielfältiger werdenden Gesellschaft zusammenzuleben? Und dann zu gucken, welche Antworten hält unsere Tradition bereit? Und kann ich aus dem Glauben heraus Stärkung bekommen? Um diese Themen soll es gehen. Der Jugendkirchentag ist vom 26. bis zum 29. Mai 2016. Eine Anmeldung ist immer noch möglich.